Hi, was geht? Lass uns mal kurz mein Team angucken. Denn ich habe es lang nicht mehr gesehen. Und ich weiß auch gar nicht mehr, was ich noch ins Team mitnehmen wollte. Ah! Ach so, ja, jetzt weiß ich es wieder. Ich sag's euch aber nicht. Ja, ich gehe zur Pokémon Arena. Picknickerin Emilie sendet Vulpix in den Kampf. Und natürlich der Große. Ach ja, ich liebe diesen Namen einfach immer noch. Oh, Intensität 10. Wann Crit? Oh, das Vulpix ist mehr als besiegt. Ach, ich. Lass uns mal Batman reinbringen. Die Leute natürlich immer von hinten ansprechen. Ich werde meiner Freundin zeigen, wie cool ich bin. Das bezweifle ich. Camper Kilian. Ja, da kommt mein Zubat ja mehr als perfekt. Blutsauger, Superschall, Blitzstern. Ja, Sternschauer. Komm. Ja, das ist doof. Du triffst dich natürlich selber, oder? Ja, das ist jetzt besonders doof. Oh. Und du triffst dich jetzt bitte selber. Natürlich. Guck, wenn ich es sage, passiert es nicht. Wenn ich es nicht sage, passiert es. Wie Tomaten. Meryl. Meryl auch so ein Pokémon, was eigentlich sehr süß ist, ich aber noch nie benutzt habe. Ja, dann setzen wir am besten mal Donnerschock ein. Ja. Ganz schön viel Schaden. Routenschlag, okay, das ist Meryl. Freakle. Ah, oh mein Gott. So knapp. Wie viel EP fehlen dem Drecksteil? 10. Mein Freund ist schwach. Er kann mich nicht beschützen. Pech. Picknicker Nina mit einem Pikachu. Ja, im Vergleich zum letzten Matchup ist das jetzt natürlich ein bisschen sehr doof, ne? Ja, das ist auch doof. Aber Intensität regelt.
Und wusstet ihr eigentlich, dass Kleinstein alleine einen... Oh, okay, einen Basisverteidigungswert von, ich glaube, 110 und einen Angriffswert von 100 hat. Dafür ist es speziell ein bisschen, sagen wir mal, sehr schlecht. Ich habe aus dem Radio Pokémon-Daten erhalten. Ich glaube, ich bin gut. Du bist gut? Besieg mich in einem Kampf und ich glaub dir das. Dick da. Okay. Also bisher sind die Kämpfe ja nicht wirklich spannend. Aber kein Kampf ist unspannender als Kämpfe in Pokémon Strahlende Diamant, die sich vor der Liga abspielen. Und nein, ich mag diese Spiele. Nicht, dass jetzt jemand denkt, ich bin absoluter Hater von den Games. Nein. Das ist das erste Game, wo ich mir tatsächlich Competitive Pokémon mache. Ja. So richtig viel EP geben die aber auch nicht. Liegt da. Will ich mal was anderes reinsetzen? Ich setze mal den Discord-Moderator rein. Pokémon Strahlender Diamant ist auch actually das erste Game, wo ich ein Zetra King bin, also Dex habe. Einsetzen fürs Team zwar nicht, aber ich habe den Dex-Eintrag. Du teilst aus. Du steckst ein. Ach ja, das wäre jetzt so cool, wenn das die Doppelkämpfe wären. Aber das sind's nicht. Weil Doppelkämpfe gibt's erst seit Gen 3. Ist halt ein bisschen schade, aber kann man nichts machen. Magma. Auch nicht sogar das beste Pokémon. Es sollte. Aber Magma. Also Magma ist das Ding, hat ja in der vierten Gen eine Weiterentwicklung bekommen. Mit Magbrand. Aber das Ding ist halt, Magbrand ist also kompetitiv gesehen, es ist halt nicht gerade das beste Feuermon. Aber man bekommt es, glaube ich, in den Untergrundhöhlen, den strahlenden Diamanten, leuchtende Perle, regulär. Weil damals gab es ja nur Ponyta und Feuerstarter als Feuer-Pokémon in den Games. Aber es gibt da auch ein paar mehr. Zum Beispiel Hundemann, was ich mir ins Team mitgenommen habe. Aber was ich auch nicht wirklich verstehe, ist, warum sie in strahlender Diamanten leuchtende Perle die TMs wieder brauchbar gemacht haben. Also das heißt, dass sie nach einem Mal halt verbraucht sind und man bekommt die nicht wieder, außer man grindet im Untergrund oder man hat Glück und die TM gibt es im Einkaufszentrum. Aber das war's dann halt auch schon wieder, ne? Und, also ja, einige TMs kriegt man fünfmal oder so.
Aber sowas wie Fliegen, wenn man das auf ein Pokémon einsetzt. Und also auf sein Ding ins Team-Pokémon. Und sich dann denkt, ja, okay, ich mache mir ein Pokémon, was fliegen kann. Da muss halt super hart grinden. Aber egal. Und diesen Trainer habe ich irgendwie auch nie so ganz verstanden. Wieso setzt er nur Voltorball ein? Und wieso sind sie alle nur auf Level 2? Also nicht alle auf Level 2, zuerst 2, dann 6. Und irgendwann, glaube ich, 1 auf 20? Oh nein! Oh, das ist gerade traurig. Dass ein Vati auf mit sind, nein, das sind 11 Level Unterschied. Ein Voltoball mit Tackle nicht besiegen kann. Hey, Versuch Donnerwelle zu. Oh, das ist natürlich cool. Ja. So. Heuler weg. Heuler brauche ich nicht. So, weiteres Wort dabei. Alle sind auf Level 18, ne? Ja. Okay, das Wort dabei will ich ziehen. Boah, schon wieder gemissklickt. Kreideschrei. Ärgerlich. Und ich hoffe echt, dass dieses Mon eine bessere Feuerattacke erlernt. Weil das kann es ja nicht sein, dass wir auf Level 18 sind und er nur Glut kann. Ja, ich weiß. Von den Startern, also von dem Starter ist der Movepool nicht gerade der beste. Aber es ist trotzdem sehr stark. Kreidenschrei, ich liebe es. Nein, naja, nicht wirklich. So, Level 19. So. Hier ist nichts mehr. Wir können übrigens gegen den Polizisten kämpfen, der nur bei Nacht kämpft. Ist das nicht sogar auch 1:1 das Sprite, den sie in strahlender Diamant, beziehungsweise in Diamant und Pearl und damit auch in strahlender Diamant und leuchtende Perle benutzt haben? Das weiß ich nicht. Dafür habe ich gegen zu wenige Polizisten gekämpft. Aber ich glaube schon. Oh, dein Ernst? Das Mon wollte ich eigentlich zuerst einwechseln, weil ich Angst hatte, verbrannt zu werden, aber naja. So, Rauchwolke trifft, sinkt die Genauigkeit, da kommt der Biss. Joa, Tackle. Einfach hoffen, dass ich nicht verfehle. Pass auf, wenn ihr jetzt auf Brüller geht, dann ist das Cheating. Na, den Schaden nehme ich ungern, aber muss sein. Intensität. Ja, genau. Großer, nimm deine 6. Identität an! Und noch ein Fukano. Oh, warte, der hat Low Health. Und der hat Biss. Ja, das hätte ich ein bisschen besser überlegen sollen. Ja. Es gibt leider noch keinen Statik.
Es wäre cool, aber Fähigkeiten gibt es erst seit Gen 3. Aber Sean tankt das. Weil Sean ist gut. Wächter Dirk wurde besiegt. Schwupps. Auf geht's, das Fahrrad holen. Ich bin hierher gezogen, aber ich kann meine Fahrräder nicht verkaufen. Warum? Ja, das Ding ist, liegt halt ein bisschen außerhalb der Stadt. Es gibt bestimmt viele Kinder, die damals halt, wie heißt, die damals das übersehen haben. Gehe überall hin, wo es Käfer-Pokémon gibt. Käfer-Pokémon sind in der Gen noch nicht die stärksten. Die Gen, die Käfer so am meisten geholfen war, glaube ich, Gen 4. Wegen dem Physical und Special Split. Und mir fehlt einfach immer noch eine Flugattacke auf dem Ding und eine Giftattacke. Aber naja, darum kümmern wir uns nicht, solange Batman gewinnt. Also Käfersammler Udo, du hast mich irgendwie enttäuscht. Na, hier gibt's Enton. Habt ihr eigentlich schon Shinies in strahlender Diamant und leuchtende Perle? Oder leuchtende Perle? Wenn ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr so habt. Und wenn nein, Pech gehabt. Okay, nein. Dann geht halt einfach Shinies Hand in die Faulen. Okay, nein. Welche Art von Pokéball benutzt du? Alles, was ich haben kann. Vogelfänger Otto. Jetzt taub sie ein. Ja. Also, ich muss mal ein Thema für die Folge überlegen. Wie wär's denn, weil wir jetzt schon so viel über strahlender Diamant geredet haben, wie wär's denn mit Pokémon strahlender Diamant und leuchtende Perle? Yay! Also, mir persönlich haben die Spiele gefallen. Ich hab eigentlich mehr als 100 Stunden in das Game reingesteckt. Da kann's mir eigentlich nur gefallen. Und was ich aber kritisieren muss, ist Zwangsfreundschaft. Why? Dann diese komische Levelkurve. Du bist immer 10 Level über den anderen Trainern. Dann kommst du in die Pokémon-Liga und ihr seid halt irgendwie gleich auf. Das ist kein gutes Gameplay. TM04. Hier noch was? Hier ist doch bestimmt ein Nein, hier ist kein verstecktes Item. Mild. Das ist Walzer. Ja. Also Zwangsfreundschaft und komische Levelkurve. Ja.
Gibt es da eigentlich noch mehr zu kritisieren? Ja, die Skalierung der Pokémon. Ein Wilord. Das ist ein Kissen. Das ist einfach so groß wie ein Kissen, was man, worauf man schläft. Das ist halt schon ein bisschen traurig und auf der Overworld wird es halt noch schlimmer. Und dann bei einigen Pokémon, zum Beispiel Empoleon, das ist halt mittelgroß und da ist so ein weiter Kamerazoom nach außen. Das sieht so komisch aus, das sieht nicht richtig aus. Auf jeden Fall machen wir noch den Nationalpark. Die Turniere werden regelmäßig hier im Park abgehalten, nimm doch auch dran teil. Die gibt einem normalerweise eine Flinkklau. Gibt die auch? Gibt's das schon in Gen 2? Yes! Und ihr könnt euch, glaube ich, schon denken, auf welches Pokémon ich die Flinkklaue draufpacke. Ein Tipp: Wenn du einen eigenen Server hast, bist du es. Denn technisch gesehen bist du ein Discord-Mod drauf. Und ihr könnt euch fünfmal denken, wieso. Also wer jetzt noch nicht drauf gekommen ist, dem empfehle ich mal, die Basisinitiative von einem Fleckmon zu, wie heißt es, zu googeln. Gibt dafür einfach einen Fleckmon, keine Ahnung, eine Seite, die ihr benutzen wollt. Ich empfehle euch dafür PokeWiki, da finde ich immer meine Pokémon-Informationen. Man kann natürlich auch andere Seiten benutzen, aber naja. Und ich sag mal so, Fleckmon ist nicht gerade eins der schnellsten Pokémon, ne? Killt eine Intensität 8, ja. Schade. Wir haben nur bisher Donnerwelle als neuen Move bekommen. Und by the way, falls ihr es noch nicht wusstet, der Nationalpark, der ist so gebaut wie ein Pokéball. Das heißt quasi hohes Gras unten, dann so ein Brunnen, glaube ich, war das, und dann halt so mega hohes Gras oben. Und hier weiß ich, gibt es eine ganz bestimmte TM. Und in den Remakes Heart Gold und Soul Silver gibt es dort auch noch eine Stelle, wo man Kraxler einsetzen kann. So. Schuljunge Julius. Mit dem Miracler. Gut, dass ich da gerade mein, wie heißt es? Gut, dass ich da mein Gesteins-Pokémon rausgetan habe. Schlecht allerdings ist, dass Discord-Mod noch keine Psycho-Attacke kann, die sehr effektiv auf dieses Pokémon wäre. Und by the way, Myrapler hat einen höheren Angriff als Onix. Das ist traurig, aber wahr. Und ich liebe es einfach, Feuerschlag auf Sean zu spielen, weil damals waren halt alle Pokémon, nicht alle Pokémon, alle Feuerattacken waren speziell. Was kam jetzt rein? Voltoball. Auf Level 25. Das war ein Crit. Hat so wenig Schaden gemacht. Puh! Aber da sieht man mal was. Ach, das war Voltoballs Attacke. Warte, ist das ein Speedtie? Okay. Ja, okay. Oh,
Der Speed auf Sean ist nicht gerade der beste. Wenn ich. Ist das nicht sogar der schlechteste Wert, den Sean hat? Und das ist für ein Elektro-Pokémon ein bisschen embarrassing. Ja, jetzt kann ich das Recht nicht flüchten. Ach nee, das war Dinge. Ach so, ja. Das war das, was Wickel, mit dem ich das verwechselt habe. Sieh dir meine Tasche an. Ich habe meine Lieblinge aus dem Pokédex gedrückt und auf meine Tasche geklebt. Gameboy-Kamera. Ach, das geht? Weil in Gen 4 zum Beispiel ist es so, dass wenn man in überhohes Gras geht, dass man dann nicht aufs Fahrrad gehen kann. Junge, lass mich in Ruhe! Junge! Ich komm mit meinen Jungs, wie klatschen die eine? Danke. Was ist? Warum schaust du mich so an? Oh, ein Kampf? Ja. Myrapla. Wieso? Aber für Weed haben wir Feuerschlag. Also, läuft. Wie findet ihr den Nationalpark eigentlich? Hier gibt es ja dieses Käferturnier, wobei man aber nie gewinnt. Auch wenn man das stärkste Pokémon der Welt bekommt aus dem Nationalpark. Okay, es sind eigentlich nur Käfer-Pokémon. Das Beste, was du da bekommen kannst, ist ein Sichlor oder ein Pinsir. Kriegt man das, Garaborn? Ne, kriegt man nicht. Aber das Käferturnier sollte man auch nur wirklich machen, wenn man ein Pokémon hat, was sich durch einen Stein weiterentwickelt. Aber das haben wir nicht. Deswegen geht's für uns einfach weiter. Wir bewundern unsere Pokémon auch, wenn sie uns nicht mögen. Das macht eben den wahren Fan aus. Ja. Oh, ein Raichu. Ich will ja nicht sagen, das sieht fett aus, aber... Und ganz schön viel Braten gegessen, ne? Ha, oh mein Gott! Du kannst einfach Donnerblitz. Komm. Wir besiedeln dein elendiges Leiden. Jetzt kannst du wenigstens dünner werden. An alle Leute, die fett sind, es tut mir leid, okay? Ihr dürft ruhig fett sein. Das ist ein Brief von meiner Tochter, das macht mir Freude. Könnt ihr nicht einfach normal miteinander reden? So. Hier gibt es etwas für uns. Und zwar ein Paraheiler. Und damit jetzt auch mal die Nationalparkmusik hört, denke ich, steige ich jetzt mal vom Fahrrad aus.
Und hier gibt es etwas für uns. Und zwar TM28. Und ich weiß von meinem allerersten Playthrough von Pokémon Kristall, weil ich diese TM zu einem Feuer-Pokémon gegeben habe, welches nicht Igelava ist, sondern Arcani. Ich weiß nicht warum unbedingt Arcani. Aber Arcani ist cool, hier ist ein Hyperheiler. Dass diese TM tatsächlich die TM für, die TM Schaufler ist. Oder ich bin gerade hohl im Kopf. TM 28 ist Schaufler. Ja, easy. Ach ja, die Johto-Region. Die für mich beste Region. Aber jeder hat seinen eigenen Geschmack. Aber ja, wir holen uns noch die Beere. Eine Eisbeere. Und dann war es das auch für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr, lasst ein Like und ein Abo da. Kommentiert auch ruhig gerne für Verbesserungsvorschläge. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich bin dann weg.